Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus. Das Game läuft nicht so 100.000%ig flüssig gerade aus irgendeinem Grund. Das wird für euch wahrscheinlich kaum sichtlich sein, weil, ne, auf YouTube sieht man ja eh nur bis zu 60 FPS so wirklich. Und alles danach ist jetzt nicht ganz so, warte mal. Achso, okay, ich dachte, das ist ein explosives Fass. Wieder zwei Kugeln vergeudet. Hat nichts gebracht. Wie dem auch sei, für euch wird das nicht so wirklich sichtlich sein, aber es ist nicht ganz so flüssig für mich. Neue Ausrede für, wenn ich Kugeln wieder nicht treffe. Wir sind immer noch hier in diesem von Mutanten verseuchten... Ach du gottverdammte Scheiße. Oh, oh Gott! Oh Gott! What the actual fuck ist dieses Viech? Alter, ich will dagegen nicht kämpfen, ich will es nicht sehen, ich will es nicht hören, ich will damit nichts zu tun haben. Aber eine einzige Sache muss ich ja sagen, danke, dass du die für mich erledigt hast. Atjom, lebst du noch? Ja, leider. Willkommen, Atjom. Atjom. Leider lebe ich noch. Atjom, alles klar? Antworte. Ich weiß nicht, warum wir nicht antworten. Können wir nicht? Ist das Signal hier wirklich so scheiße drin? Also diese Glocke zu läuten... Oh. Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Wenn ich die Glocke läute, kommt der Fisch, nicht wahr? Huh! Der kommt schon jetzt. Also ist jetzt Boss... Warte mal. Ich check nicht ganz. Kämpfe ich jetzt gegen den? Also das ist der Raum mit dem Fisch, ja? Als Boss. Ich glaube, es ist jetzt soweit. Aber ich weiß nicht, wie ich gegen den kämpfen soll. Muss ich hier das umlegen? Oder drehen, besser gesagt? Ja gut, okay, aber hier kann er ja eigentlich nicht hin. Okay, warte mal. Also hier können wir, wenn ich das jetzt hier aufmache, können wir doch hier durchfahren mit dem Zug, oder? So rein... Ja gut, hier geht's ja nicht weiter. Irgendwas auf Russisch, der Fisch... Ja. Das lockt den Fisch wahrscheinlich an, ne? Ja, der ist jetzt da unten auch. Aber was soll ich machen? Soll ich einfach auf ihn schießen? Ich habe das Gefühl, auf ihn zu schießen ist jetzt nicht unbedingt das Smarteste. Ich habe auch wirklich keine Lust, jetzt noch mehr Kugeln zu verbraten. Ich habe nicht mehr so viele. Was tun wir? Oh, ich verstehe. Warte mal. Wir können ihn theoretisch füttern. Der snackt sich den jetzt wahrscheinlich, ne? Ja, der snackt sich die toten Mutanten. Und was ist, wenn ich ihm alle gegeben habe hier? Ist er dann... Vielleicht müssen wir nicht gehen. Vielleicht ist er ja so nett und lässt uns irgendwie... Achso, vielleicht kann ich auch einfach hier weiterlaufen und muss... Muss gar nicht weiter gegen den kämpfen. Also hat das jetzt was gebracht, dass ich ihm die Mutanten gefüttert habe? Das ist jetzt halt die große Frage. Eventuell ist er schlau genug, das zu erkennen und hilft mir dann irgendwie. Weil er erkannt, dass ich ihn gefüttert habe. Aber auf der anderen Seite sollte ich mal nicht zu optimistisch denken, oder? Also so wie der hier angepriesen wird, ist es eigentlich völlig ausgeschlossen, dass wir nicht gegen ihn kämpfen. Aber das scheint wirklich so eine Gottheit zu sein, ne? Für die... Obwohl der halt auch jederzeit bereit wäre, wahrscheinlich die... Drücke F, die Nachtsicht ein- und auszuschalten. Okay, jetzt haben wir so ein... Ah, okay, wir haben jetzt ein Nachtsichtgerät. Das gefällt mir auch nicht wirklich gut. Ich will kein Nachtsichtgerät haben. Weil ein Nachtsichtgerät zu haben, bedeutet, dass wir jetzt eins brauchen werden. Und dass es jetzt dunkel wird. Und das möchte ich nicht. Das Spiel ist jetzt schon Horror genug. Drücke N, um das Nachtsichtgerät... Okay, verstehe. Gut, jetzt brauche ich es ja nicht. Ich brauche es ja nicht tragen, wenn wir es nicht brauchen. Aber ich gehe davon aus, dass wir es gleich brauchen werden. Ja, kann ich hier durch? Nö, ne? Ich kann hier hoch. Hm.
Mein Ziel ist immer noch, hier das Terminal zu aktivieren, zu benutzen, richtig? Ich bin im Terminal, jetzt muss ich die Motor-3-Sine finden. Ich hoffe sehr, dass sich in diesem Labyrinth kein Minotaurus befindet. Ja, der Minotaurus, den sehen wir hier die ganze Zeit schon. Okay, also, aber so rein vom Ding her ist hier jetzt erstmal offen und ich könnte hier jetzt auch wieder rauslaufen, ne? Aber hier jetzt lang zu laufen ist doch nicht richtig. Es gibt immer einen richtigen Weg hier. Wait. Hier ist noch eine Kassette. Sammelt sich hauptsächlich im Sediment und in Folge ist die Bodenfauna am stärksten betroffen. Der aktive Überträger bewirkt ausgeprägte Pathologien bei den Jungtieren der Krustazeen und Mollusken, die schnell tödlich enden. Der Catfish-Nachwuchs im Testbecken hat jedoch nicht nur völlig unbeschadet überlebt, sondern völlig unerwartet die Kontrollgruppe in Sachen Wachstum um mindestens das Vierfache überholt. Der Überträger scheint sich auf Meeresfischarten nicht allzu sehr auszuwirken. Die Jungtiere der Barsche und Rotaugen weisen eine marginale Steigerung des Wachstums, aber keine negativen Nebenwirkungen auf. Mhm. Experimente also mit diesen Fischen. Aber hier durchkommen wir deswegen trotzdem noch nicht. Aber warum kann man... Nee, hier ist Stacheldraht. Nee, das ist auf jeden Fall nicht gewollt, dass wir jetzt darüber steigen. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz checken, wo wir hier weitergehen sollen. Und im Übrigen ist hier nochmal was zum Mitnehmen. Hä, sag mal, übersehe ich hier was oder wie? Wir sind doch noch genau auf dem X. Das X ist jetzt auch nicht so präzise, dass man von jetzt aus genau erkennt, wo man noch weitergehen soll. Es sieht ja irgendwie alles so ein bisschen so aus, als müsste man hier weiter, aber ist ja zu. Bin ich jetzt hier nur fürs Nachtsichtgerät hergekommen und für diese Kassette oder nicht? Also da runter ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, oder? Das muss eine schlechte Idee sein, ich kann doch nicht schwimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da runter springen muss jetzt ins Wasser. Zu dem Viech vor allem noch. Ja, ich frage mich immer noch, what the hell hier eigentlich los ist und wo es jetzt weitergeht. Oh, oh. Oh, okay. Ich verstehe. Lol. Alles andere wäre gar nicht notwendig gewesen. Hier ist doch der Waggon. Ist das nicht vollkommen richtig? Ist nicht genau das, wonach wir gesucht haben? Steig auf die Draisine. Es ist alles viel zu still hier gerade. Da kommt jetzt 100 Pro, passiert hier gleich irgendwas mit dem Fisch wahrscheinlich noch. Benutze WR... Ah! Nee, warte. Leer um den Sitz sind die entgegen... Ah, okay. Nee, wir können jetzt hier raus.
Muss ich jetzt nicht basically einfach das Ding hier nur noch rüberbringen und dann war's das? Alles gut, alles gut. Digga, wenn Artyom oder Anna sterben am Ende, ne? Ich kann dann nicht mehr. Oder jemand anders von der Crew. Das würde ich nicht, das verträgt mein Herz nicht. Jetzt mittlerweile habe ich die Charaktere doch hier alle ins Herz geschlossen. Was ist denn jetzt hier los? Viele sogar. Naja, falls es Probleme gibt, weißt du ja, was zu tun ist. Wait, kann ich... Kann ich das irgendwie beeinflussen? Also erstmal kann ich doch hier rein, richtig? Und diese Kisten sehen... Okay, sie sahen aus, als könnte man sie kaputt machen für Vorräte und so. Das scheint nicht der Fall zu sein. Stattdessen gibt es hier ein bisschen was trotzdem zu looten. Ja, weiter müssen wir hier, nicht hier. Wie kann ich das steuern? Nicht ins Feuer gehen, ich Trottel. Kann ich das irgendwie verändern? Der Weg ist frei. Jetzt kommt der letzte Teil meines Einsatzes. Ich muss den Passagierwaggon vom Depot zur Aurora bringen. Ja. Ja, das ist mir vollkommen bewusst, dass das das Ziel ist. Oder muss ich die Barriere vielleicht einfach nur kaputt machen? Irgendwie. Ich nehme, wie gesagt, ich nehme auch bewusst nicht alle Quests und alles mit, ne? Also ich weiß, da gab es noch diese Puppe zu finden, da gab es noch XYZ zu finden und zu machen bei den Nebenmissionen. Und das Gebiet ist noch wesentlich größer als das, was wir jetzt hier alles gesehen haben. Aber ich möchte mich bewusst bei einem Let's Play, bei den meisten Spielen, nicht auf jeden einzelnen Aspekt konzentrieren, sondern eher auf die Hauptstory tatsächlich. Kann ich in irgendeiner Art und Weise, kann ich das steuern? Ich hätte eigentlich gerne nochmal das Steuerungsmenü. Also mit W und S kann ich nach vorne und zurück, mit Leer kann ich den Stuhl drehen. Aber hier steht nirgendwo was von A oder D, um hier irgendwie... Also er fährt jetzt automatisch... Ja, weil die... Warte mal. Ja, hä? Wait, wie? Also... How the fuck stelle ich das um? Also erstmal, man kann auch hier hochgehen. Warum? Muss ich da hingehen? Ich meine, man kann da hingehen. Aber da ist irgendwie... da ist die Puppe. Ach so, okay. Theoretisch ist da die Puppe. Aber ich möchte jetzt erstmal wissen, ob ich auch einfach weiterfahren könnte. Ach so, hier, warte mal. Ja, ja, ja. Der Hebel ist es. Ich habe die ganze Zeit nur nach dem Hebel gesucht, der dieses Ding hier umlegt. Ich glaube, das war's schon. Ja, jetzt fahren wir geradeaus durch. Okay, gut. Jetzt würden wir geradeaus weiter durchfahren, aber ganz ehrlich, wie gesagt, nicht alle nehmen Quests, aber das mit der Puppe möchte ich eigentlich möchte ich das mit der Puppe ganz gerne machen. Ich würde schon ganz gerne versuchen, die Puppe jetzt noch ranzuholen. Ich werde es bereuen.
In der Sekunde, in der ich hier den ersten Gegner treffe, wahrscheinlich, aber. Ich würde es einfach mal versuchen. Ich würde einfach mal versuchen, jetzt die Puppe noch zu holen. Ich meine, das hier ist kein Wasser, oder? Das ist eher Eis. Das heißt, da können wir dann noch tatsächlich drauf laufen. Ich glaube, der Geigerzähler spielt hier ein bisschen verrückt, kann das sein? Ach nee, und Gegner. Ah, nee, Gegner sind hier. Warte mal. Wo sind die Dorfbewohner, die gerade reden? Ach, da hinten, okay. Filter. Ich habe doch die Maske auf, aber, ne? Also jetzt kann mir eigentlich nichts passieren von der radioaktiven Strahlung her. So, warte mal. Gegen die Dorfbewohner muss ich nicht kämpfen, um an die Puppe zu kommen, glaube ich. Also zumindest nicht gegen die da hinten. Die Puppe dürfte sich hier irgendwo befinden. Wait, warum bin ich jetzt halb tot hier irgendwie? Hä? Achso, okay. Ich dachte gerade, ich habe mehr Schaden genommen, weil ich ein Medikit genommen habe. Das hätte ja nun wirklich gar keinen Sinn gemacht. Ich habe zwischendrin immer noch diese Standbilder, ne? Das muss am Spiel liegen. Ich schwöre euch, Leute, es liegt am Spiel. Es tut mir leid. Es liegt am Spiel. Das ist das einzige Spiel, in dem ich sowas... Bro, WTF. Bro, what the fuck? What the fuck ist das? Ein Dämon? Digga, brennende Hölle. Okay, das war unnötig. Okay, ich habe gedacht... Soll ich ganz ehrlich mit euch sein? Ich habe gedacht, das ist ein Drache. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ein verfickter Drache und jetzt habe ich drei Molotows geworfen, obwohl nur einer notwendig gewesen wäre wahrscheinlich. Das Ding sah mega krass aus. Ich habe mir in die Hosen geschissen fast. Aber dabei ist es ein ganz simpler Dämon. Okay. Okay. Es hätte ganz ehrlich mich auch nicht überrascht, wenn es ein Drache gewesen wäre. Und da wollte ich jetzt... Ich wollte auf Nummer sicher gehen, you know? Okay, hier ist nochmal eine Waffe. Aber die kann ich ja nicht einfach mitnehmen. Viel wichtiger ist die scheiß Puppe. Wegen der bin ich ja überhaupt erst hier. Wo ist die? Ist die hier? Die muss genau hier, die ist genau hier, genau hier. Warte mal, ist die... Hat der Dämon die Puppe? Willst du mich verarschen? Hat der Dämon die Puppe hier drin? Nee, hat er nicht. Okay, dieser Dämon hat außerdem auch einen von diesen Viechern platt gemacht. Hier wäre jetzt eine Seilbahn und eine Möglichkeit, schnell runterzukommen. Das bringt aber nichts. Ich muss ja sowieso wieder zurück zum Waggon. Die Puppe ist hier nicht oben. Ernsthaft nicht? Warte mal. Dann kann ich ja nur noch runterklettern, oder? Komme ich hier rein irgendwie in dieses Ding? In dieses riesige Silo? Weil... Nee. Nein. Sag mal, die Puppe muss hier sein. Sie muss hier sein. Das geht doch gar nicht anders, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass man hier hochkommt, um diesen Dämon zu killen und irgendwie... Die Puppe muss hier sein irgendwo. Ich meine, das ist letzten Endes auch nur ein Revolver mit dem... zusätzlichen Schaft, glaube ich. Also bringt das nichts. Wo ist die verkackte Puppe, Mann? Ich hab sie! Da ist sie! Der Teddybär. Es ist nicht mal eine Puppe, es ist ein Teddybär. Hat der Dämon die tatsächlich mitgenommen? Oder haben die Dorfbewohner das dem Dämon als Opfergabe gebracht? Oder what the fuck is happening? Okay. Wir haben ihn aber jetzt, right? Er wird zwar noch angezeigt auf der Karte, wir haben ihn aber, okay. Gut. Nicht vergessen zu speichern, aber sofort. Und da ist auch so eine Kilometer. Guck mal. 776 Kilometer. Ist das die
Entfernung, die wir schon gefahren sind? Nee, kann gar nicht sein. Ich glaube, es ist die Entfernung, bis wir das Spiel geschafft haben, glaube ich. Das dürfte die Entfernung sein, bis wir am Ziel angekommen sind, schätze ich. Aber ich denke nicht, dass man daran den Spielfortschritt jetzt total gut messen kann, weil wir ja schon wesentlich... Also, wenn wir mit diesem riesig fetten Gebiet hier fertig sind, dann wird das eine ganze... Dann werden wir eine ganze Zeit lang fahren wahrscheinlich. Dann werden wir so hoffentlich 100 oder 200 Kilometer auf einen Zug schaffen. Das wäre zumindest ganz cool. Okay. Jetzt muss ich nur noch den Weg hier zurück zu meinem Waggon finden. Kann ich einfach hier durchlaufen, muss ich gar nicht unbedingt die Leiter nehmen. Sehr nice. Okay, gut. Jetzt sind wir bereit und können dort weiterfahren. Richtung Aurora und das im nächsten Part von Metro Exodus. Also danke mal wieder fürs Einschalten. Haut rein, bis dahin und ciao.